Als ich zuerst davon gehört hatte, dachte ich, das ist eine Verschwörungstheorie. Ein bisschen Ahnung von Robotik habe ich auch, aber dass wir schon so weit sind, das wusste ich nicht. Hört mal zu. 3 Minuten eurer Zeit, bitte. Vor 5 Jahren waren diese Felder karges Ödland. Honigbienenvölker kollabierten und Bestäubung fand nicht mehr statt. Aber das hat sich geändert, denn die Bienen sind zurück. Aber sehen wir mal, was ist das denn? Von weitem könnte man denken, das sind gewöhnliche Bienen. Aber sehen wir uns das mal genauer an. Diese kleinen Wunderwerke moderner Robotertechnik sind die neuen Bienen der zweiten Generation. Ihre natürlichen Gegenstücken weit überlegen, wurden sie auf der ganzen Welt erfolgreich eingesetzt. Vollständig mit Solarenergie betrieben, benötigen diese neuen Bienen sehr viel weniger Zeit, um aufzuladen. Mittels Echtzeit-Triangulationsverfahren erkennt jede neue Biene, welchen Teil des Felges bestäubt werden muss. Das maximiert die Effizienz, den Ertrag. Im Gegensatz zu den gewöhnlichen Bienen sind die neuen Bienen viel besser gerüstet, um ihre natürlichen Feinde zu bekämpfen. Sobald sich ein Feind nähert, werden die neuen Bienen alarmiert, versprühen ein schnell wirkendes Insektizid und vernichten in Sekundenschnelle die Bedrohung. Nichts kann ihnen etwas anhaben. Neue Bienen ermüden nicht, sind wartungsarm und verursachen viel weniger Kosten als normale Bienen. Sie können leicht recycelt und ersetzt und aktiviert werden. Neue Bienen passen sich perfekt der Natur an und sie können niemanden verletzen. Bald können sie ein ganz neues Bienenvolk ersetzen und es in ihrem Feld einsetzen. Neue Bienen. Die Zukunft ist schon da.